Ein durch und durch gelungenes Event, hervorragend Teilnehmer, großer Publikumserfolg, gute Organisation. Mit dieser sehr positiven Bilanz geht der 22. FINA Grand Prix zu Ende. Das Wasserspringer-Meeting, das am letzten Wochenende die großen internationalen Namen des Wasserspringens nach Bozen gebracht hat. Hausherren waren natürlich die 7 Athleten der italienischen Nationalmannschaft von Trainer Giorgio Cagnotto. Mit an der Spitze Tania Cagnotto und Francesca Larapè. Ich freue mich auch nach Rio zu fahren und sicher, das ist meine letzte Olympiade und ich hoffe, ich kann es mir auch genießen. Es ist meine 5. und deshalb ist es schon, sagen wir, ein Ziel, dort zu sein. Und nachher hoffe ich logischerweise, gut abzuschließen mit einem schönen Wettkampf. Kurz vor den Olympischen Spielen in Rio hat dieses Meeting in Bozen natürlich noch an Bedeutung gewonnen. Es war ein bedeutender Formtest und eine gute Vorbereitung auf international anspruchsvolle Wettbewerbe, wie es Carmen Gasteiner, Mutter von Tania Cagnotto, ausdrückte. Ich hoffe, dass der Wettkampf gut geht und ich hoffe besonders im Synchron würde sich Francesca und Tania sicher verdienen. Heuer sind sie immer zweit geworden in der Welt. Und dann 3 Meter, voriges Jahr ist sie dritte geworden bei der Weltmeisterschaft. Natürlich können sie sich das heuer wiederholen, aber die Olympiaden, sie sind ein besonderer Wettkampf und da braucht es eine Riesenportion Glück. Und wir hoffen es. Die Bozener Veranstalter haben ihre Aufgabe wieder einmal zur Zufriedenheit aller erfüllt. Ein Vorzeigeevent für die Landeshauptstadt. Ja, ich glaube, dass heuer der größte Grand Prix aller Zeiten ist, wenigstens in den letzten Jahren. Vielleicht zur Zeit von Klaus und Giorgio waren auch so viele Nationen, aber heuer sind 30 Nationen und das ist eine Riesensache. Und sie kommen von der ganzen Welt, von Australien, Kanada, Südamerika bis von Schweden überall her. Es ist sicher gut organisiert worden, leistet man eben laut wegen Wetter, weil es so viel windig war. Nach dem diesjährigen Erfolg denken die Veranstalter natürlich schon an den nächsten, den 23. FINA Grand Prix der Wasserspringer in Bozen.